ihr die Schuld. Heute eilen zu der Königshochzeit Gaben in der Hand aus dem Morgenland die Magier, und an dem Weine, der aus Wasser wurde, nähren sich jubelnd die Hochzeitsgäste. Halleluja. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Lasset uns beten. Ich beschwöre dich, Geschöpf des Salzes, durch den lebendigen Gott, durch den wahren Gott, durch den heiligen Gott, durch Gott, der dem Propheten Elisha befahl, dich ins Wasser zu werfen, um die Unfruchtbarkeit des Wassers zu heilen. Du sollst ein Salz werden, vom Bösen gereinigt, zum Heile der Gläubigen. Du sollst allen, die dich genießen, zur Gesundheit dienen, des Leibes und der Seele. Von dem Ort, an dem du ausgestreut wirst, soll fliehen und entweichen jeder Gedanke und jede Bosheit oder Hinterlist teuflischen Truges und jeder unreine Geist. Denn wir beschwören ihn durch den, der kommen soll, zu richten die Lebenden und die Toten. Allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten demütig um deine unermessliche Milde. Du wollest dieses Geschöpf des Salzes, das du den Menschen zum Gebrauch gegeben hast, segnen und heiligen durch deine Gnade, auf dass es allen, die es genießen, zur Gesundheit des Leibes und der Seele diene und alles, was damit berührt oder bestreut wird, frei sei von jeder Unreinheit, von jedem Angriff durch die Bosheit böser Geister, durch Christus unseren Herrn. Seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn, und in der Kraft des Heiligen Geistes, auf dass du ein Wasser werdest, gereinigt vom Bösen, um alle Macht des Feindes fernzuhalten, und vermögest den Feind selbst völlig zu bannen, samt seinen abtrünnigen Engeln, durch die Kraft unseres Herrn Jesus Christus, der da kommen soll, die Welt zu richten. O Gott, du hast zum Heile des Menschengeschlechtes gerade die größten Sakramente auf die Wesenheit des Wassers gegründet. Begleite also unser Gebet mit deiner Hilfe und flöße diesem Element, das bestimmt ist zu vielerlei Reinigungen, die Kraft deines Segens ein. Möge dies dein Geschöpf deinen Geheimnissen dienen und so die göttliche Gnadenwirkung empfangen, dass es die bösen Geister banne und Krankheiten fernhalte. Was in den Wohnungen und in den Häusern der Gläubigen mit diesem Wasser besprengt wird, soll frei sein von jeder Unreinheit und bewahrt werden vor jedem Schaden. Pesthauch und schädliche Luft finde keinen Platz, fern bleibe jeder Anschlag des unsichtbaren Feindes, und was das Wohl der Bewohner oder ihre Ruhe bedroht, soll durch Besprengung mit diesem Wasser verscheucht werden, auf dass die Gesundheit, die dir durch die Anrufung deines heiligen Namens erflehen, vor allen Gefahren geschützt sei, durch Christus unseren Herrn. Bleibt gerade hier stehen. Die Mischung von Salz und Wasser geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und
Es segne und bewahre euch der lebendige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.